Gestern am Vormittag haben Mitarbeiter einer Facheinrichtung für Jugendhilfe in Wunsiedel ein lebloses Mädchen gefunden in einem Zimmer dort. Ja, das Mädchen ist 10 Jahre alt gewesen. Zur genauen Todesursache können wir derzeit keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen übernommen und eine rechtsmedizinische Untersuchung angeregt. Die hat nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für eine Fremdeinwirkung ergeben.